Ich bin Gregor Herzer. Ich habe mein Buch Understanding Physicalism als Promotionsprojekt an der Kognitionswissenschaft in Osnabrück verfasst. Habe neben meinem Philosophiestudium auch noch Telematik studiert. Das ist so eine Bindestrichdisziplin zwischen Informatik, Mathematik und Elektrotechnik. Das war mein erstes Studium. Ich habe dann eben auch ein Magisterstudium der Philosophie gemacht und dann sowohl in der Informatik als auch später dann in der Philosophie bzw. formal in der Kognitionswissenschaft promoviert. Und seitdem bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kognitionswissenschaft an der Uni Osnabrück und mache da hauptsächlich Metaphysik und Wissenschaftstheorie. Das Thema der Arbeit ist, der Frage nachzugehen, was die These des Physikalismus eigentlich ist. Die meisten Arbeiten, die sich mit diesem Thema befassen, argumentieren entweder für oder gegen die These des Physikalismus. Ich habe versucht, einen Schritt zurückzutreten und eigentlich erstmal zu fragen, worum geht es in dieser Debatte überhaupt und wie kann man die These des Physikalismus am besten formulieren. Grob gesagt lässt sich der Physikalismus auf zwei Weisen fassen. Entweder man sagt, alles ist physikalisch, oder man sagt, es gibt nichts über das Physikalische hinaus. Darauf können sich die meisten Leute in der Debatte einigen. Und eine Motivation für den Physikalismus ist unser generelles Weltbild, das sehr naturwissenschaftlich orientiert ist und insbesondere der Physik einen besonderen Stellenwert zuschreibt. Die andere Motivation, die in der Debatte eher im Zentrum steht, ist das sogenannte kausale Argument für den Physikalismus, wo die Grundidee ist, dass insbesondere mentale Eigenschaften nur dann plausiblerweise als kausal wirksam aufgefasst werden können, wenn sie sich auf physikalische Eigenschaften oder Ereignisse zurückführen lassen oder mit ihnen überhaupt identisch sind. Meine eigene Motivation für die Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung ergibt sich so ein bisschen aus meinem eigenen Hintergrund. Ich hatte meine Masterarbeit oder meine Magisterarbeit in Philosophie an der Uni Graz zu Donald Davidsons Position in der Philosophie des Geistes und der Handlungstheorie verfasst. Und da kam die Debatte um mentale Verursachung stark zu tragen auch. Und das hat dann Schritt für Schritt zu einer weiteren Auseinandersetzung mit der Position des Physikalismus geführt. Ein kritischer Gegenstandsbereich für die Debatte sind natürlich mentale Eigenschaften, insbesondere der Umstand, dass mentale Eigenschaften sich für uns auf eine gewisse Weise anfühlen. Das führt zu zumindest Schwierigkeiten für die These des Physikalismus, aber darüber hinaus gibt es auch so Sachen wie normative Eigenschaften, die Probleme liefern, oder Eigenschaften von Zahlen, die auf den ersten Blick, zumindest wenn man diese krude Formulierung des Physikalismus heranzieht, Schwierigkeiten für den Physikalismus bringen. Auf der einen Seite grenzt man den Physikalismus von dualistischen und pluralistischen Positionen ab, wo die Idee ist, dass es neben physikalischen Eigenschaften eben auch nochmal eine genuin andere Art von Eigenschaften gibt, zum Beispiel eben mentale Eigenschaften, die sich nicht auf physikalische Eigenschaften zurückführen lassen oder von ihnen auf die relevante Weise abhängig sind. Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind
andere monistische Positionen. Der Physikalismus ist eine monistische Position, die behauptet, es gibt nur eine Art von Eigenschaften in dem Fall. Und dazu gehören Positionen wie der Idealismus, die mentale Eigenschaften als das Fundament auffassen, auf dem alles andere basiert. Der Physikalismus hat aus meiner Sicht zwei verschiedene Vorgänger, die ganz unterschiedlich geartet sind. Das eine ist der klassische Materialismus der frühen Moderne. Typischer Vertreter wäre Thomas Hobbes, der sich eben von den klassischen dualistischen Positionen, insbesondere der von Descartes, abgrenzt. Genauso wie der moderne Physikalismus handelt es sich dabei um eine metaphysische Position. Der andere Vorgänger des Physikalismus, so wie ich ihn verstehe, ist eher eine wissenschaftstheoretische Position, die auf Vertreter des Wiener Kreises zurückgehen, insbesondere Rudolf Carnap und Otto Neurath, die der Physik gegenüber den anderen Naturwissenschaften ein Primat zuschreiben und denken, dass sich die Theorien der Spezialwissenschaften auf physikalische Theorien zurückführen lassen. Die Formulierung des Physikalismus als alles ist physikalisch und insbesondere der erste Teil, was meinen wir mit alles, lässt sich aus meiner Sicht so fassen, dass man sich primär in der modernen Debatte auf Eigenschaften von Individuen bezieht. Das heißt, zum Beispiel meine Eigenschaft, Schmerzen zu haben, meine Eigenschaft, einen gelben Pulli zu tragen und so weiter, sind Eigenschaften, die sich letztlich auf physikalische Eigenschaften zurückführen lassen. Also wir quantifizieren über Eigenschaften von Individuen. Ich glaube aber, dass sowohl Eigenschaften von Individuen als auch Ereignisse und Tatsachen physikalisch sein müssen, damit der Physikalismus wahr ist. Aber Ereignisse und Tatsachen erben, wenn man so will, ihr Physikalischsein vom Physikalischsein der Eigenschaften von Individuen. Und dadurch braucht man nicht unmittelbar über sie quantifizieren. Kausalität spielt in meiner Position insofern indirekt eine Rolle, als dass es manche Dinge gibt, um die es dem Physikalisten oder der Physikalistin eben nicht geht, wie zum Beispiel Zahlen. Diese sind, wenn sie platonisch gedacht sind, notwendig existierende Individuen, und damit geht es dem Physikalisten oder der Physikalistin eben nicht um solche notwendig existierende Gegenstände. Aber wenn wir uns eine notwendig existierende Gottheit vorstellen und die verstehen als sowas wie eine kartesische Seele, dann sollte der Physikalismus sowas ausschließen. Die Einschränkung auf bloß kontingent existierende und beziehungsweise kontingent existierende oder kausal wirksame Entitäten ist eine Einschränkung, die ich mache, um einerseits, wie gesagt, Zahlen außerhalb des Gegenstandsbereichs zu kriegen und andererseits sowas wie eine kartesische Seele als notwendig existierende Gottheit trotzdem auszuschließen. Mir scheint diese Charakterisierung, die ich von Andrew Melnick übernehme, allerdings, wie ich auch in einer Fußnote erwähne, eher, wenn man so will, ein Workaround zu sein. Insofern beiße ich in gewisser Weise in den sauren Apfel und sage, naja, ein Fall, wo es notwendig existierende Wesen gibt, die kausal nichts zur Welt beitragen, aber dennoch diesen Charakter von kartesischen Seelen haben, sind der Fall, den ich nicht
eingefangen bekommen, aber ich teile dennoch die Intuition, dass der Physikalismus in so einer Situation eigentlich falsch sein sollte. Ich weiß halt keine bessere Lösung und demnach denke ich, dass der Versuch, das über eine Einschränkung auf kontingente und kausalwirksame oder kausalwirksame Entitäten zu machen, zumindest ein Schritt in die richtige Richtung ist, bis jemand mit einer besseren Lösung daherkommt. Man könnte auf den ersten Blick glauben, dass die Frage, was eine physikalische Eigenschaft ist, ganz einfach beantwortet werden kann. Naja, Eigenschaften der Physik. Man landet dabei allerdings relativ schnell bei einem Problem, das aus Hempels Dilemma bekannt ist, nämlich das eine Horn des Dilemmas ist zu sagen, es ist die jetzige Physik. Dann stellt sich der Physikalismus ziemlich schnell als falsch heraus, weil es ziemlich plausibel ist, dass die jetzige Physik, die ja aus einem Theoriegebäude besteht, das nicht nur miteinander konsistente Theorien beinhaltet und aller Voraussicht nach einige fundamentale Eigenschaften noch nicht berücksichtigt. Die andere Option, zu sagen, es handelt sich um die zukünftige Physik, hat die Schwierigkeit, dass wir zum einen gar nicht wissen, wie die zukünftige Physik aussehen wird und wie ähnlich diese zukünftige Physik unserer jetzigen Physik sein wird. Zum anderen, und das ist, glaube ich, das Problematischere, könnte es sein, dass die Physik irgendwann alles in der Welt einfängt, bis auf mentale Eigenschaften, und dann beginnt, mentales Vokabular in das Theoriegebilde der Physik mit einzupflegen. Das würde dazu führen, dass mentale Eigenschaften dann per Definition Teil des Physikalischen sind und dann selbst eine kartesische Position, ein kartesischer Substanzdualismus oder eine moderne eigenschaftsdualistische Position als etwas rauskommt, das eine Form des Physikalismus genannt werden muss. Und auch das wäre eher ungünstig. Und während einige Autorinnen und Autoren in der Debatte aufgrund dieses Problems eher dazu übergegangen sind, von der Unterscheidung zwischen physikalischen und nicht physikalischen Eigenschaften abzusehen und stattdessen überzugehen zu einer Differenzierung zwischen mentalen und nicht mentalen Eigenschaften, sodass die physikalischen Eigenschaften im Wesentlichen die nicht mentalen sind, schlage ich vor, die Eigenschaften der jetzigen Physik als Prototypen aufzufassen, sodass die Idee an physikalischer Eigenschaften dann diejenige ist, dass man sagt, ich nehme jetzt diesen möglichst diversen Pool an Prototypen, prototypischen Eigenschaften der Physik. Und was immer die gemeinsam haben, ist das, was sie zu physikalischen Eigenschaften macht. Und alle Eigenschaften, die sich das mit diesen Prototypen teilen, sind dann eben auch physikalische Eigenschaften. Das ist so die Grundidee meiner Position. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass mit Ist klarerweise Identität gemeint ist. Und das war am Anfang der modernen Physikalismusdebatte tatsächlich die Standardposition, die sogenannte Identitätstheorie, über die ja, inzwischen wahrscheinlich 70 Jahre, haben sich aber eine ganze Reihe von nicht reduktiven physikalistischen Positionen herausgebildet, die eben erfordern, dass wir neben Identität noch eine Form metaphysischer Abhängigkeit postulieren, die eben auch ausreicht, um eine physikalistische Position zu haben, sodass der Physikalismus dann erfordert, dass Eigenschaften von Individuen entweder so sind, dass sie identisch sind mit physikalischen Eigenschaften oder von ihnen metaphysisch abhängig sind.
Und was mit metaphysischer Abhängigkeit gemeint ist, ist ein zentrales Thema des letzten Teils meines Buches. Und zum einen versuche ich dafür zu argumentieren, dass die Relation, die typischerweise ins Feld geführt wird, nämlich Supervenienz, nicht hinreichend ist für metaphysische Abhängigkeit, aber sehr wohl notwendig. Und dass es eine ganze Reihe von metaphysischen Abhängigkeitsrelationen gibt, die in der Literatur diskutiert werden, die alle über bloße Notwendigkeitsbeziehungen, wie sie Supervenienz erfordern oder postuliert, hinausgehen. Und dass der Begriff von Grounding, der in der Debatte der letzten 20 Jahre ins Feld geführt wurde, als etwas dienen kann, was diese verschiedenen feinkörnigen Relationen vereint und gleichzeitig aber über eine bloße Supervenienz hinausgeht und damit das einfangen kann, was generell mit metaphysischer Abhängigkeit im Kontext des Physikalismus gemeint ist. Es ist natürlich immer sehr schwierig, seinen eigenen Stil zu beschreiben. Und ich hoffe, dass zumindest ein klein wenig von diesem Wechselspiel zwischen einer pragmatischen Grundhaltung und einer sehr klaren Redeweise und Darstellung auch in meinen Texten wiederzufinden ist, auch wenn es wahrscheinlich den Grad der Eloquenz, mit dem Leute wie Kripke und Lewis argumentieren, bei weitem nicht erreicht.